Hallo! Heute machen wir ein Halloween-Video. Ihr seht hier schon den Kürbis und die Fledermaus. Genau, wir haben ein bisschen geschmückt, ne? Ja. Weil wir wollen heute ein Halloween-Video machen. Heute Abend machen wir eine Halloween-Party, eine kleine. Und da wollen wir verschiedene gruselige Snacks zubereiten. Und wir wollen euch dran teilnehmen lassen. Dann könnt ihr vielleicht manche Sachen nachmachen. Wir haben selber uns ein bisschen erkundigt, was kann man alles Cooles machen. Wir haben uns ein paar Dinge vorgenommen. Ja, also bleibt gerne dran, schaut zu, was wir so Gruseliges zubereiten. Ja. Bis gleich. Als erstes wollen wir anfangen mit den Salzstangen. Genau, da gibt es Spinnen. Ja, und Salz kommt auf den Salzstangen. Genau, wir brauchen einmal Oreos, Salzstangen und Augen. Zuckeraugen. Und das ist Lebensmittelkleber. Ja. So, jetzt haben wir ja alles. Also, wir brauchen einmal Salzstangen. Reichen eigentlich zwei Stück pro Spinne? Nein, vier. Jetzt brauchen wir erstmal zwei. So, das machen wir jetzt mal. Dann haben wir ganz normale Oreos. Ja. Nehmen wir mal einen, zeigen wir euch das mal, wie das funktioniert. Einmal verpressen. Zerbrechen. Die Salzstangen machen wir klein. Genau. So klein. Noch, warte, du brauchst nur einmal. Einmal durch. Nur einmal. Nicht zu klein, das ist glaube ich schon zu klein. So. Na ja, gut, danach so. Dann mache ich die große hier weg. Gut. Dann machen wir eine große, darfst du naschen. So, dann machen wir die, das sind die Beine sozusagen von der Spinne. Die machen wir jetzt hier rein. Lecker. So, muss man aufpassen, dass man nichts kaputt macht. Darf auch sein? Ja, kannst auf der anderen Seite gleich. Ich mache jetzt gerade die Seite. Muss man vorsichtig, nur ganz vorsichtig hier reinstechen. Mit mir? Ich halte fest, ich halte fest. So. Das ist nicht fest, das soll ich machen. Da muss man ganz vorsichtig. Du musst so. Und hier. Ganz vorsichtig. Genau, reicht schon. Brauchen wir nicht tief reinstecken. So, jetzt ist das sozusagen die Spinne mit ihren Beinen. So, ja, damit man eine Spinne erkennt, fehlt noch die Augen. Ein paar Augen. So, und damit die Augen halten, kommt da so ein bisschen Lebensmittelkleber drauf. Man kann das bestimmt auch so mit Eischnee machen oder so. Ja. Hier haben wir jetzt mit Lebensmittel. Guck mal, so ein Auge hier. Genau, Zuckeraugen. Das gibt ja? Hier hat Papa auch schon gesagt. Zuckeraugen, ganz viel Zucker. So. Ja. Und Zucker. Das ist unsere schöne Spinne. Zucker. Das sind die coolen Spinnen. Und haben wir gestern noch Spritzen vorbereitet. Da ist kein Blut drin, da ist Wackelpudding drin. Roter Wackelpudding. Die konnten wir jetzt noch, mussten wir jetzt einen Tag schon vorher machen, weil der Wackelpudding muss ja auch hart werden. Und ja, das sind dann sozusagen die Blutspritzen. Und der Papa hat gesagt, das sieht wie echtes Blut aus. Blut. Und unsere coolen Spritzen. So, dann wollen wir als nächstes Fledermäuse herstellen. Packt man erstmal aus. Haben wir direkt zwei Stück. Und dann brauchen wir Oreos. So, hier sind die Küchlein. Dann steckt man hier, haben wir jetzt, also Oreos brauchen wir dafür, hier die. Und dann halbiert man die Oreos. Man macht hier so halbe Scheiben. Ja, dann sind das die Ohren. Genau, die Fledermausohren. Die steckt man hier oben drauf. Und dann hat man fast eine Fledermaus. Fast. Nur Augen. Die Augen fehlen noch. Willst du bei dem anderen die Ohren dran machen? Ja. Kommen wir erstmal noch Augen. Und Mami, ich will auch Kleber dran machen, bitte. Braucht man Kleber dabei? Ja, ich mache die Kleber drauf und du kannst hier die Augen schon draufkleben. Nee, ich mache den Kleber. Okay, soll ich die Augen draufkleben? Ja. Dann setzen wir mal hier Kleber und hier Kleber. Nein, nein. Ja, genau, da. Mal ein bisschen mehr. Und selber. So? So, dass man es sieht auf der Kamera. Ja, und da.
Ja, okay. Warte mal. Soll ich den mal machen? Ich zeige mal, so muss man das machen. Einmal hier den Kleber und einmal da den Kleber. Oh. Die Augen sind ja ziemlich groß. Dann so. Und so. Und man hat eine Fledermaus. Und jetzt kannst du die anderen Ohren noch hier auf das Stück setzen. Das ist so, dass man das Weiße nicht so sieht. Da ist ja diese Creme drin. Genau. Super. Und auf der anderen Seite. Das ist die coole Fledermaus. So. Nee, andersrum. Musst du so rum. So. So. Super. Und jetzt setzen wir hier Kleber hin. Ja, jetzt die Augen. Ich will jetzt mal die Augen kleben. So. Und das Auge. Jetzt genau. Kann der nur wie ein Monster ein Auge. Ja. Oder? Und dann jetzt ist das ein Monster. Hat man ganz, das ist jetzt der Oreo-Keks, womit man es macht. Mal ganz schicke. Und sieht man mal die schönen Fledermäuse. Die sehen auch richtig cool aus. Und jetzt kommt das nächste. Jetzt geht's jetzt weiter. Geht's weiter. Genau. Wir wollen als nächstes ein Gebiss machen. Ja, das sieht gruselig aus. Da müsst ihr mal gucken. Also brauchen wir Schokokeksen, Marshmallows. Mini-Marshmallows, genau. Ja, die kann man auch für ein Cupcake. Erdnussbutter. Ja. So, ich zeige euch schon mal. So, ich habe das jetzt schon mal halbiert, die Kekse. Also die muss man, wie gesagt, die Cookies halbieren. So, ganz mal hinlegen. Dann kann man ein paar Marshmallows, nimmst du dir raus. Und wir brauchen die Erdnussbutter. Die Erdnussbutter ist dafür da, damit das Ganze gut hält. So, Erdnussbutter schön hier auf die Innenseite schmieren. Kann man ruhig ein bisschen dicker machen, wie man möchte. So. So. Jetzt kannst du von mir aus die Zähne schon hier außen. Zahn. Genau. Man kann natürlich alles weiß nehmen oder jetzt ist ja auch noch rosa, gelb und hellgrün dabei. Wie man möchte eben. Natürlich immer ganz weiß, ne? Sieht natürlich irgendwie echter aus. Obwohl gelbe Zähne haben auch viele, ne? Mama, das ist grün-rot. Ja, rosa, ne? Ja. Super machst du das. Super. Und noch einen, ne? An der Seite. Nee, zwei. Meinst du, da passen noch zwei hin? Noch einen. Rosa. Super. Und dann Deckel oben drauf. Dann hat man ein Sami. Dann. So sehen die Gebisse dann aus. Sie sind auch ganz cool geworden. Und was da? Jetzt haben wir noch ein paar eklige Augen. Da hier. Heidelbeeren. Das will es überhaupt. Ein Spieß. Und du sollst alles machen. Marmelade. Ja, mach echt, du guckst zu, ne? Das ist jetzt so eklig. Und ich habe jetzt hier noch rote Lebensmittel. Ja, ich will ihn bloß machen, okay? Wir haben zum Beispiel ein Glas schon fertig gemacht mit roter Lebensmittelfarbe, dass es aussieht, als wäre es voller Blut. So, also wir nehmen die Litchis, machen da. Wir haben jetzt Erdbeermarmelade. Darf ich Blut reinmachen? Wo? An die Augen, weil ich muss erstmal die Heidelbeeren reinstoppen. Da kommt aber nicht mehr so viel raus. So. Kannst du gleich, wenn ich auf dem Spieß gemacht habe. So, mach mal hier. Rote Erdbeermarmelade. Man könnte natürlich ein bisschen farbintensivere nehmen, deswegen nehmen wir noch was Lebensmittelfarbe. Ja, rote ganz Back gut. Auf. Machst du dich gleich ganz rot. Dann nimmt ihr das Spieß sozusagen, die Augen sind aufgespießt. Ich bin ganz rot. Ich bin ganz rot. Ich bin ganz rot. So. So. Und jetzt? Zwei Augen. Jetzt kannst du die Lebensmittelfarbe ein bisschen dran machen. So. Kriegst du das raus? Hier so ein bisschen am Auge, das ist dann intensiver. Das kommt schwer raus, sonst lass mich das machen. Wenn es nicht geht. Soll ich machen? Das kommt schwer, ne? Das sind unsere blutigen Augen. Jetzt machen wir. Als nächstes machen wir Besen. Ja. Hexenbesen. Dafür benötigen wir. Ein Messer. Ein Messer, ja. Eine Stange. Eine Christini-Stange. Und ein Käse. Ja, Käse. Und Schnittlauch. Ja. So, als erstes schneiden wir den Käse ein. Ganz kleine Streifen. So. Ja.
kleines Reifen. Was auch schön aussieht, ja, wenn man gelberen Käse hat, der so richtig dunkelgelb ist. Den gibt es ja viel in Amerika, den haben wir aber hier jetzt weniger. Und dieser Toastscheibenkäse geht leider nicht, der ist zu weich. So, dann hat man ja, jetzt eins, hat man das schön hier eingeschnitten, wie man sieht. Ja, und dann die Stange, genau. Kursiebelstange mit ja. Käse einrollen. Genau, man rollt das ein. So, jetzt sieht man schon, wie das schön der Besen aussieht. Ja. Aber damit das Ganze auch hält, macht man einen Schnittlauch darum. Muss ja alles essbar sein. Einmal halten. Und Käse und so eine Fossini-Stange zu blättern. Einen Knoten machen. Genau, da macht man so einen Knoten rein. Und ich mache immer noch ein zweites, muss man nicht, wie man möchte. Ein zweites, damit es einfach ein bisschen fester hält. So. Und da hat man einen schönen Besen. Sieht doch echt schick aus. Drei schöne Besen. Und sind doch echt ganz cool geworden. Jetzt wollen wir Finger machen. Ein Monster machen. Finger. Monsterfinger, ja. Dafür haben wir einfach weiße Schokolade, die man auf den Kuchen machen kann. Die haben wir eingefärbt. Ja, mit grün. Mit wie krass. Genau, mit grüner Lebensmittelfarbe. Damit, weil die Finger normal mit Schokolade sehr langweilig aus. Und so machen wir grüne Finger. Wir brauchen Mandelblättchen für die Fingernägel. Und Grissinis. Hier diese ganz normalen Grissini-Stangen. Und eine Gabel. Und eine Gabel, genau. Und dann nehmen wir das. Tun einmal hier das so rühren, damit das hier ein bisschen an den Grissini sich hält, die Schokolade. Weiße Schokolade. Und dann kommen die kleinen Plätzleini. Ist mir schon ein Stück vom Finger abgebrochen, aber das ist nicht schlimm. So. Das Essen. Ja. Nicht schlimm, die brauchen ja nicht so lang sein. So. Was gut wäre, wäre natürlich so ein ganz langes, dünnes Gefäß. Haben wir noch leider nicht. Deswegen muss ich das hier so ein bisschen drehen in der Schüssel. Mit der Farbe. Ja, sonst der Schokoladenfarbe. Ist so wenig. Oder? So. Ja, das ist so wenig an den Fingern. So, dreh das hier ran. Sag mal. Mach den Tisch voller Mandel. So. Dann nehmen wir einmal so ein Mandelblättchen als Fingernagel. Den setzen wir hier vorne an. So, das ist der Fingernagel. Und gehen mit der Gabel so davor. So, das sind sozusagen diese Einkerbungen von den Fingern. Und so hat man einen gruseligen Finger. Das sind unsere coolen Finger. Die sind auf jeden Fall richtig cool geworden. Und die sehen auch aus wie Finger. Und ja, sehr eklig. So, jetzt haben wir das nächste vorbereitet. Ja. Das gibt... Einmal zwei Löffel. Genau, ich sag erstmal, was es gibt. Was wir dafür brauchen, können wir gleich machen. Es gibt eklige Würmer im Brötchen. Dafür brauchen wir Wiener. Wir haben jetzt hier Geflügelwiener genommen, ganz normal. Ja, dann hat man kleine Würmer. Genau, die habe ich jetzt gefürtet, habe heißes Wasser drauf gegossen, damit die sich so ein bisschen kringeln. Und also wie gesagt, eine Wiener Viertel. Und jetzt macht die Summer Ketchup da drauf. Ja. Hier haben wir einmal den Ketchup. Ketchup. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Na, mach ruhig was drauf. Ich guck mal alles hier auf der Kamera. Ja, sieht man. Genau. Versuche jetzt mal zu rühren. So kleine Würmer. Mit denen? Ja, ich brauche schon eine Zange. Rühr du erstmal. Na, mach rum. Auf jeden Fall eklig. Wer will Würmer an Brötchen essen? Dann haben wir ein Hotdog-Brötchen. Ja, das schmeckt doch bestimmt super lecker, weil es sind ja keine echten Würmer. Das ist ja alles heute fake und veräppeln, ne? So. Opa. Das ist dann, oder? Brötchen ein bisschen aufmachen. Dann die Würmer da reinfüllen. Würmer. Brötchen, ich probiere mal Würmerbrötchen. Das schmeckt mir das Dünnnis, oder? So, und jetzt sieht das ein bisschen Würmer im Brötchen. So ein bisschen sieht es so aus. So, schmeckt aber auf jeden Fall gut. Hier haben wir eine Fledermaus. Hier haben wir ein Kürbis.
Jetzt machen wir tolle Pizzen. Wir haben verschiedene Ausstechformen hier. Keine Ahnung, oder wo hast du denn da hingetan? Wir haben ja einmal einen Kürbis, eine Fledermaus, die hat noch einen Geist. Der ist verschwunden. Du hast damit rumgespielt, ich weiß es nicht. Aber ist auch egal, wir können ja erstmal mit denen machen. Wir machen dann Kürbis. Ja, wenn wir sehen, dann ist das wir mit denen auch. So, kannst du ausstechen. Der liegt bestimmt hier irgendwo im Boden. Das kann man nämlich drumherum ausschneiden ein bisschen. Hier. Super. Danke. Machst du viel? Zwei Kürbisse? Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Willst du zwei Kürbisse? Ich will das jetzt so drumherum wegmachen, dass ich das dann besser abgeschnitten kriege, dass der besser rausgeht. So, das sieht schon besser aus. Jetzt. Und jetzt legen wir den hier drauf. Und dann? Dann kannst du gleich da Tomatensauce drauf machen und Käse. Genau. Wir machen jetzt eine Pizza. Genau, jetzt haben wir ja toll die Teigs vorbereitet. Jetzt hat die Summer hier noch Tomatensauce, die kann die jetzt drauf streichen. Soll ich dir zeigen, wie man es macht? Nein, das habe ich schon im Fernsehen gesehen. Dann mache ich den Käse. Da haben wir hier ganz normalen Streukäse. Das verreibst du so, weißt du? Ja. So, oder? Mhm. Den Teig. Einfach drauf und dann verrühren, oder? Genau, verreiben. Schön die Käse. Das macht der Papa bestimmt. Das schmeckt bestimmt lecker. Ich probiere auch. Wie eine Margarita. Man muss hier probieren. Das schmeckt dir auf jeden Fall. Das ist Pizza. Das ist doch Pizza, Schatz. So, das sind unsere tollen Pizzas. Jetzt machen wir, ich stelle mal ganz schnell rüber, so, ja. Wiener im Teigmantel. Und das gibt sozusagen Mumien. Wir wollen mal nachher gucken, dass wir noch ein Auge auf diese Mumien setzen, wie das dann aussieht. Ja. Und ja, wir versuchen es einfach. Wir haben hier so einen Fertigteig. Dann haben wir wieder die Geflügelwiener. Und wir versuchen es mal, ob das klappt, dass wir es hier so ausschneiden. Immer so eine Bahn. Das mache aber ich mit dem scharfen Messer, das ist zu gefährlich. Das ist nicht gut. Teig ist das, ne? Pizzateig. Ja. Versuchen wir mal, der ist sehr klebrig. Das ist halt blöde immer bei diesen Fertigteigen. Aber das wird natürlich gut an der Wurst halten. Suche ich die mal so ein bisschen. Schmeckt das? Klar, nachher ist das ein leckerer Pizzateig. Ach. Der Boden von der Pizza. Oh. Ach so. Räumen wir die jetzt mal ein. Ach so. So, das lässt sich eigentlich ganz gut einrollen. Oh, wie ein Verband. Genau. Und eine Mumie hat ja auch so wie ein Verband, um ihren ganzen Körper sozusagen. Weißt du, wie eine Mumie aussieht? Ja, weiß. Ja, die hat wie so einen weißen Verband. Den ganzen Körper. So, wir haben jetzt Augen aufgesetzt. Das sollen jetzt Mumien sein, es sieht eher aus wie Würmer. Hier ist noch einer. Wie Würmer. Aber naja. Ist auf jeden Fall lustig. Machen wir einmal Oreos. Gruselige zwei. Genau, wir machen Monster. Und dann in hier der Glasur. Genau, wir haben Oreos schon auf so einem, wie nennt man die Popcake, diese Kuchen am Stiel, haben wir schon dran gemacht, einen ganz normalen Oreo. Dann haben wir uns blaue Glasur gemacht. Da haben wir helle Wir haben Kuchenglasur genommen und haben blaue Lebensmittelfarbe mit reingetan und tunken die jetzt da rein. Dann sieht das aus wie so Monster und dann kriegen die noch ein Auge. Ich zeig das mal. Dann tunkt die rein. Darf auch einen machen? Kannst auch einen gleich reintunken. So. Warte. Und jetzt setzen wir ein Auge da drauf. Und da. So. Kräuse müssen wir noch holen. Dunkel. Genau, ich drehe für dich. Das ist ein bisschen schwer, bevor du gleich den Oreo verloren hast. So, schön da rumdrehen. Ganz schön. Kräuse, dann sieht das Ganze noch cooler aus. Das sind dann die Haare sozusagen. Komm mal einmal hier. Mama. So, einmal sieht lustig aus wie eine Mama. Coole Streusel. Haare sind das. Ein paar coole Monster im Glas.
auf Oreo. Die sehen auch ganz cool aus. Jetzt haben wir ja ganz viel euch gezeigt, was man alles Cooles an Halloween machen kann, ne? Ja. Und ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Und heute kommt mein Freund. Genau, Summer bekommt gleich noch Besuch. Oder wir bekommen Besuch. Und wir haben irgendwie ein falsches Outfit, oder? Ja. Wir zeigen euch übrigens auch gleich, wie alles fertig hier angerichtet ist. Kommt noch. Aber irgendwie müssen wir uns umziehen, oder? Ja. So. So, jetzt sind wir umgezogen. Ja. Summer der Vampir, ich als Skelett. Haben wir doch ein ganz cooles Outfit. Aber mit den Zähnen kannst du nicht sprechen, ne? Weil. Genau, so geht's besser. So, ja, jetzt haben wir alles hier soweit schon aufgetischt. Das zeigen wir euch gleich alles. Und. Ja. Ja, wir hoffen, es wird gleich eine coole Halloween-Party. Ja. Und wie fandst du alles? Hat es dir Spaß gemacht? Gleich. Genau, hat es dir Spaß gemacht? Ja. Mir auch. Voll viel Spaß. Mal was anderes, ne? Ja. Und ja, Leute, lasst uns auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Einen Daumen nach oben. Ja. Und macht gerne mal unsere kleinen Snacks nach. Wir würden uns freuen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja, wir haben kleine Monster. Genau. Kleine Monsters. Genau, wir haben ganz viel gemacht, ne? Wir haben jetzt zeigen wir euch mal alles, wie alles geworden ist. Das ist einmal das Gebiss, die Blutspritzen, die Besen mit dem Grab. Dann hier die coolen Monster am Stiel. Die Würmer im Brötchen. Hier sind unsere Pizzas. Bei dem einen sieht man ganz gut, das ist ein Kürbis. Die sind auf jeden Fall lecker mit Käse. Da sind unsere Mumien. Leider die Augen, die Zuckeraugen, sind verschwunden. Die haben sich aufgelöst bei der Hitze. So, hier haben wir nochmal diese Würmer im Brötchen. Unsere coolen Finger. Und unsere Das sind Gummibärchen. Unsere Spinnen, die sehen auch echt stark aus. Und die Fledermäuse. Fledermäuse und hier die Augen noch. Die ekligen, blutigen Augen. Und hier, da die Fledermäuse. Da sind die Fledermäuse, genau. Ist auf jeden Fall ein eine tolle Tafel, oder? So, und jetzt gleich kommen die Gäste. Und hier sind auch die Gäste. Und ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwas davon mal nachmachen möchtet. Und wie es euch gefallen hat. Ja. Ja. Gebt uns einen Daumen nach oben. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.